So, habe die Ehre, meine Freunde der Sonne. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute gibt's wieder was aus meiner Küche. Und zwar machen wir Fruchtsandwich mit Sahne. Als Nachtisch oder so für einen Nachmittagkuchen oder sowas oder anstatt des Kuchens Kaffee. Wer Bock hat, sich das reinzuziehen, hier geht's weiter. Am Ende gibt's natürlich ein Rezept. Viel Spaß beim Anschauen und Peace, meine Freunde. Unsere Zutaten: Toast bzw. Sandwichscheiben, Erdbeeren, Zucker, Kiwi, Orangen und Sahne zum Aufschlagen. Also die Orange habe ich geschält, also halbiert geschält und etwas dicker geschnitten, so ja, mein kleinen Finger, also schon relativ dick geschnitten. Die Kiwi habe ich auch geschält, da ist ja so ein kleiner Strunk drin, da habe ich den Strunk rausgeschnitten und die gleiche Dicke. Und bei den Erdbeeren habe ich halt oben das Grün weggeschnitten und die kleinen Erdbeeren genommen. Die habe ich jetzt ganz gelassen. Die sind so, ja, so daumendick. Also schon, ich hoffe, man sieht es richtig. Auch kleine dabei. Und die Sahne habe ich ganz mal aufgeschlagen. Kurz bevor sie fest wird, habe ich den Zucker dazu gegeben. Und jetzt tun wir eigentlich alles nur das Toast rotieren und jetzt tun wir nur alles bestreichen, beziehungsweise hier drauf die Sahne drauf tun. Kann den Zucker natürlich auch weglassen, wenn man keinen Bock auf Zucker hat oder dass die Sahne doch pflanzlich ist, irgendwas ersetzen und dann müssen wir schauen. Also es ist nur wichtig, wenn man die Optik haben will. Also es kommt jetzt, also wir machen jetzt, ich tue jetzt hier eine Orange hin und hier eine Orange hin, weil wir schneiden so durch, dann haben wir einen schönen Anschnitt mit den Orangen und das machen wir mit der Erdbeere auch so. Genau, wir tun die Erdbeere hier eine rein und hier eine kleine. Dann, wenn wir sie anschneiden, dann haben wir einen schönen Erdbeerschnitt und den Rest können wir hier verteilen. Würde ich sagen, die Erdbeeren so ein bisschen. So. Und hier noch eine hin und hier noch eine hin. Und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite mit der Kiwi. Hier. Und dann tun wir hier so die Kiwi verteilen. Dann haben wir schöne Kiwi. Dann haben wir hier nämlich schön die Kiwi. Und man kann auch dreierlei Sorten mache. Ich mache jetzt mal nur zwei jeweils, also halt hier die Orange und dann die Kiwi. Und ja, verteilen die restliche Kiwi noch auf dem Sandwich bzw. auf dem Toast hier so drauf. Und zack. Und füllen dann die Löcher. Das sind ja überall noch so Löcher, zumindest bei den Erdbeeren, bei der Kiwi geht's. Tun wir noch ein bisschen Sahne drauf. Ja, das drückt es dann raus, das ist nicht so schlimm. Das ist ja, oh, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Und so, dann tun wir mal die Sahne hier so ein bisschen verteilen. Ja, wenn noch Sahne übrig ist, kann man ja einen Obstsalat machen oder noch ein drittes oder ein viertes. So. Und dann tun wir schon. Warte, ich würde hier auch noch ein bisschen Sahne, dass hier überall Sahne ist. So, zack. Sahne verteilen. Und dann tun wir einen Deckel drauf. Und theoretisch müsste man jetzt in die Folie einwickeln und das mal eine Stunde auf jeden Fall mal in den Kühlschrank zu, damit das jetzt, relativ, damit das ein bisschen durchzieht. Genau. Würde ich jetzt sagen, hier, das schaut doch gar nicht schlecht aus, oder? Wo ist mein Handtuch hin? So, ich habe jetzt schon mal vorbereitet hier die Spieße hier gemacht, also zugeschnitten, beziehungsweise die Schachtelspieße. Und dann schneiden wir einfach, so wie wir es geplant haben, unser Sandwich
einfach auseinander. Ich säge hier ein bisschen, weil es ein bisschen besser ist zu schneiden. Und dann schauen wir mal, wie unser Ergebnis ausschaut. Und dann haben wir hier unser, naja, von der Farbkonstellation geht es jetzt eigentlich, weil es das eine Kiwi gelb ist und die andere orange ist. Aber hier sieht es schon besser aus. Wie er schaut er das an, Alter. Puh. Erdbeeren und Orange. Geil.